Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Pathologieprofessor Burkhardt. Der Professor Schirmacher von der Uni Heidelberg hat dieses Wochenende gesagt, Personen, die überraschend und kurz nach der Impfung versterben, zeigen in unseren Untersuchungen in 30% einen direkten Impfzusammenhang. Meine Frage an Sie, in wie viel Prozent der von Ihnen untersuchten Fälle gehen Sie davon aus, dass die Impfung mitverantwortlich für den Tod der Menschen war? Herr Professor Burkhardt, Sie sind angesprochen. Eine Minute Zeit bleibt noch, bitte. Arne Burkhardt, Pathologe. Ich kann sagen, wir haben bei 15 Fällen, die ausreichend untersucht sind, in 12 Fällen einen klaren Zusammenhang mit der Impfung für den Tod gesehen und in 3 eben keinen sicheren Zusammenhang. Und die Zahlen von dem Professor Schirmacher passen sehr gut dazu, denn unser Patientenkollektiv, das waren alles besonders Gesunde, bei denen eben die Angehörigen überhaupt nicht erwartet haben, dass sie sterben konnten. Während Herr Schirmacher hatte ein Patientengut, welches zufällig ausgewählt war oder zumindest nicht nach dem Gesundheitsgrad vor dem Tod oder vor der Impfung. Und insofern sehe ich hier Übereinstimmung unserer Ergebnisse. Ich denke, die Zahlen stimmen etwa überein. Zum Schluss noch, wer irgendwie an diesen Dingen zweifelt, ist herzlich eingeladen, bei mir die Belege, die histologischen Schnitte einzusehen, insbesondere die Ärzte, die ja alle einen Histologiekurs hinter sich haben und dann insbesondere auch Herr Lauterbach, der ja eine gute pathologische Ausbildung bei Herrn Professor Mittermeier. Okay.